Ich bin Bea, ich bin Tierpflegerin in der Archevada, leite das Geflügelrevier. Die Archevada ist ein Zentrum für bedrohte Haus- und Nutztierrassen. Und wir beschäftigen uns damit, dass wir die ganzen alten Rassen, die es schon ganz lange gibt, die leider vom Menschen weggezüchtet wurden, weil sie zum Beispiel zu wenig Eier gelegt haben jetzt bei den Hühnern oder nicht genug Fleischmasse hatten, diese zu erhalten. Ja, die Küken gehören hier zu der Lady. Das sind allerdings nicht alles Riesenbrahmas. Da sind zwei Brakel dabei. Das sind die beiden Braunen. Die habe ich untergelegt, die Eier. Die hatte nur 3 Eier zu liegen und das ist ein bisschen sehr wenig. So wie sie schlüpfen, das sehen die als ihre an. Das ist denen eigentlich dann egal, was da für eine Rasse drunter sitzt. Das hier ist eine relativ alte Rasse. Ist eine Kreuzung letztendlich aus 2 verschiedenen Rassen und so um 1840 rum wurden die Hühner als Geschenk an die Königin Elisabeth von England mitgebracht. Aus denen wurden die heutigen Masthühner rausgezüchtet, weil die halt ordentlich Fleisch haben. Also Hühner können ziemlich unangenehm untereinander tatsächlich werden. Die haben eine ganz strenge Hierarchie, sagen da auch ganz klar Bescheid. Bei diesen ist es tatsächlich so, das ist eine sehr freundliche Rasse. Hühner brauchen viel Auslauf. Die sind unheimlich neugierig, die wollen scharren, die wollen unterwegs sein, die wollen die Welt entdecken. Hühner sind Allesfresser, das wissen auch viele nicht. Die brauchen auch Fleisch und ich sage jetzt mal hier so im Gras, überall sind Käfer, Würmer, die sich dann rausscharren. Obst, Gemüse, die fressen im Grunde alles und das sollte man ihnen auch anbieten. Wenn man im Vergleich sieht, Bio-Freilandhaltung bedeutet 6 Hühner auf 1 Quadratmeter. Das ist schon wirklich wenig. Plus einen angemessen großen Auslauf, so ist die Formulierung, ist aber deutlich weniger als das, was die hier zur Verfügung haben. Deswegen hat man da halt auch immer wieder Probleme mit sogenanntem Federpicken. Also das ist so eine Unart, dass sie halt den Nachbarn blutig picken irgendwann. Das liegt einfach daran, dass sie die Hierarchie nicht ausleben können. Die können nicht ausweichen. Also es ist einfach nicht artgerecht und die können nicht glücklich sein und die werden auch nicht alt. Es ist tatsächlich so, dass man da einen Geschmacksunterschied hat, auch natürlich nachher im Fleisch. Wenn man sich die Haltungsbedingungen von Legehennen anguckt, sollte man davon Abstand nehmen, die Eier zu essen.